Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu RimWorld und zu Finkwara. Ja, ihr Lieben, wir sind dabei, unsere Kolonie hier jetzt zu erweitern. Obwohl wir hier und da noch Platz haben, will ich hier jetzt nichts anfangen, was hier im Endeffekt nicht hineingehören soll. Sondern, ja, ich will hier schon mal, weil ich mir das so im Kopf auch so ein bisschen angesetzt habe, hier irgendwie so eine Art, sagen wir mal, Produktionsstätte hinpacken. Und wir wollen dann natürlich auch hier schauen, dass es dann hier dauerhaft oder für eine längere Zeit hier bleiben wird. Deswegen stecken wir mal diesen Bereich nochmal ab und werden das hier hierhin verlagern, weil das hier auch irgendwie so nichts Ganzes, nichts Halbes ist. Wir haben bereits schon Elektrizität erforscht und Brody braucht die Behandlung. Die hatten ja noch hier die Grippe. Immunität 56, ja. Das ist schnell gelöst. Ja, wie gesagt, Elektrizität ist schon erforscht. Da werden wir demnächst uns mal Gedanken machen, wie wir das angehen wollen. So, wir haben Windmill. Der ist alt. Also wir können auf Windenergie gehen auf jeden Fall oder wir machen irgendwie hier Kraftstoffgenerator. Das läuft mit Kraftstoff oder Schemfuel. Das sind so diese tragbaren Generatoren, ne? Irgendwie so kleinere. Oder wir gehen gleich auf die großen. Den, also wir könnten uns überlegen, dass man den hier erstmal reinnimmt zum Beispiel. Das könnte man sich auch überlegen. Aber das machen wir alles, wenn wir schon mal Batterien haben. Also es hier gibt es anscheinend so mehrere Optionen. Irgendwie Stromkabel unterirdisch. Haben wir das schon erforscht? Anscheinend ja, aber es gibt irgendwie zwei. Marktwert 1700, 1 Kilogramm. 17 leicht Entflammbarkeit 0 und 70. Ja, dann werden wir die hier benutzen, ne? Unterirdische Kabel. Wir könnten auch irgendwie so Ventilatoren an die Decke machen für eine bessere Kühlung. Also ein paar Sachen gehen, ihr seht. Ich glaube, ich lasse jetzt auch mal einen Ticken schneller laufen. Das muss hier gehen. Ist ja gerade Nachtruhe, ne? Genau. Ja, dann lassen wir das hier mal erstmal fertigstellen und wir können, wir sind ja noch im Sommer, da werden wir dann sehen, aber da können wir hier schon mal irgendwie gucken, dass wir die Räume fertigstellen. So.
So, Stufe aufgestiegen, Rodriguez. Erreicht Stufe 8 in Konstruktion. Super. Weitermachen. So, jetzt werden die Mauern verlegt. Perfekt. So wie wir es haben wollen. Das ist schon ein ordentliches Areal, muss man sagen. Sind hier fleißig unterwegs. Hier werde ich Quartiere hin verlagern, glaube ich. Oder die kommen vielleicht hier hin oder so. Dann sind hier Gewächshäuser oder ähnliches. Also ihr wisst, worauf es hinausläuft. Hier vielleicht zum Beispiel so ein kleines Hotel. Hier ein Krankenhaus, Gefängnis oder ähnliches. Krankenhaus, Gefängnis. Quartiere hier vielleicht. Hier Gewächshäuser oder ähnliches. Oder da, wo Fleisch hergestellt wird. Dann haben wir... Oder Ställe noch. Und ja, werden wir sehen. Also wir werden echt genug Platz haben. Weitere Überlegungen. Das Gute ist, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Hier wird gut was reingeholt. Almost da. So, es ist 22 Uhr. Ich werde jetzt wieder, also 12 hier Brocken sollen rein. Dringend. Dann... ja, ich könnte noch 5 Metallbrocken reinnehmen. Das sind hier ja schon mal... Die 5, die gehen. Ja, das passt. Dann haben wir für den nächsten Tag auch schon mal was da. Und dann müssen wir es mal weiterlaufen. So. Macht ihr hier mal einmal sauber, bitte. Im Putzbereich. Sehr schön. Und wir sagen mal, dass das hier mal dringend reingetragen werden soll. Das hier auch. Das auch. Dann liegt hier nicht so viel rum. Haben wir denn herumliegendes Holz irgendwie? Ja, so ein bisschen. Alles mal bitte reintragen. Alles rein, ja, wird alles reingetragen. Dann haben wir das auch schon mal gemacht. Dann wird es morgen wahrscheinlich erstmal so eine Session geben, wo ordentlich transportiert wird. Muss ja auch gemacht werden. Hilft ja nichts. Weil das Zeug verrottet hier nur noch. So, sehr schön. Perfekt. Alles rein, bitte. Oder alles an seinen Platz, sagen wir mal so.
Ich werde diese Reitplätze mal entfernen. Und wir bieten mal jetzt dann entferne ich mal die Reiten-Verbotenzone. So. Und los geht's. Oh, hier wird ordentlich was eingelagert. So, aber Nero kocht weiter. Eigentlich sollte das doch der Kowalski machen, oder? Ein fieser Putz, perfekt. So, hervorragend. Und ja, Nahrung läuft an sich. Hitzeschlag. Uiuiui. Ja, wir müssen hier dann mal anscheinend was für die Temperatur. Hier sind 44 Grad. Eine passive Kühlung muss hier rein. Und hier sind... Kowalski hat einen Hitzeschlag auf jeden Fall. Der Arme. So. So, das ist Mitte des Sommers. Jetzt ist gerade Mitte des Sommers ist schon mal erreicht. Es regnet. Ja, wir werden dann hier mal ja, Überlegungen anstellen jetzt. So. Ich würde mal sagen, dass Kleidung hier und waffentechnisch die Sachen hier produziert werden. Das heißt im Prinzip, dass wir ja... an sich ja erstmal anfangen, mal diesen Klamottenkram mal hierhin zu verlegen und uns das mal anzugucken, wie das so genau funktioniert. Deswegen werde ich jetzt mal Folgendes machen. Das ist ja ein Innenbereich. Hier werden die Wände natürlich auch erstmal aus Holz sein. So. Jetzt ist die Überlegung. Klamotten. Reicht dann so ein Platz? Eigentlich vielleicht ja sogar nicht. So, ne? Dass man vielleicht so ein Lager hat für irgendwie für Rohstoffe. Und dass man dann hier Produktionsraum hat und hier dann Lagerraum für die Klamotten. Das könnte man zum Beispiel so machen. Da könnte man sagen, zum Beispiel ja, irgendwie so einen Raum, wo Stoffe und Wolle oder so hinkommen. Hier. Der Bereich
Oder dass man das komplett hier hinzieht und hier am Ende so Toiletten sind. Vielleicht 1, 2, 3, 4, 5. Ja, so. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hier sind dann so zum Beispiel Toiletten. So. Irgendwie. Dann wären das hier ja schon mal so zwei Produktionsstätten. Dann würde ich hier schon mal so bauen, dass wir hier, ja, den Taylor reinsetzen. Dann ist das hier so getrennt. Und hier ist dann frei, hier ist dann frei und hier ist dann auch irgendwie eine Tür. Und dann kommt man hier an beiden Seiten so rein, ne? So, dann könnte man das hier so entfernen. Ja, das sieht gut aus, finde ich. Dann fangen wir mal damit an. Erstmal eine Holzwand natürlich. Kommen hier schon mal, ja, neue Strukturen hin. Vielleicht macht man das auch irgendwie so. Oder irgendwie halt so rum. Moment. Ja, so, ne? Wand aus Holz. Sieht das ja auch nach was aus. Irgendwie so, genau. Oh Gott, das haben wir falsch gemacht. Dann ist hier quasi unser Taylor-Bereich. So, würde ich mal sagen. Hier kommen dann so Toiletten hin. Das passt, finde ich. Ja, mit meinetwegen mit einem Eingang hier oder so, dann hat man einen Eingang hier. Nee, das ist irgendwie Jacke wie Hose, ne? Das ist egal. Naja. Und also schauen wir mal. Forschung abgeschlossen, Batterie. Sehr schön. So, wir müssen jetzt weiterdenken. Und was wollten wir machen? Wir wollten jetzt echt mal auf die große Forschung gehen mit diesen Geothermie-Kraftwerken. Ich weiß, das ist viel gedacht, aber dauert richtig lange. Aber ich bin optimistisch, dass wir danach echt Ruhe haben werden. Wir machen das mal. So, es wird hier schon mal gemacht. Das ist gut. Das gefällt mir. Das muss ja gemacht werden. Das wird alles im Innenbereich sein. Das ist ja das Gute. Fleisch verdorben, okay. So, Nahrung ist gerade gut da, muss ich sagen. Heu bitte einmal reintragen. Sollte hier nicht so vergammeln. So.
20 Uhr. Bald ist hier die Kleiderwerkstatt auch fertig. Hier sammelt sich ein bisschen Heu, das ist gut. Oh. Wago hat einen Herzinfarkt. Uiuiuiui. Elf. Elfer Arzt. Uiuiui, Herzinfarkt, das ist nicht gut. Brody, sofort ran da. Retten bitte. Uiuiuiui. Behandlung fehlgeschlagen? Was passiert da? Behandlung erfolgreich? 65%ige Chance? Was macht der jetzt? Hä? Oh, Gott sei Dank. Zuweisen, Doago war das, ne? Ja. Hat denn Doago irgendwie Schäden davon getragen? Nee. 77, uiuiuiui. Durch Schmerz. Na, so. Ja, ihr Lieben, wir werden nochmal hier nachlegen müssen. Also 12-mal Granitbrocken. Dann also für den nächsten Tag Metallbrocken. Hier sind zwei irgendwie. Zwei, acht, acht, einer ist dann neun, acht, neun, zehn, elf, zwölf. So, dringend tragen. Marmor läuft gerade noch nichts. Wahrscheinlich muss auch noch Holz reingetragen werden. Bis jetzt aber sehen wir hier noch kein Holz. Die ganzen Karte nicht. So, Cargo-Pots sind runtergekommen. Na, jetzt nicht so wichtig, ne? Das ist echt so, so Kleidung, die uns nicht viel bringt. Naja, ihr Lieben, wir machen hier auf jeden Fall weiter. Und ich bin mal gespannt. Wir können wieder Sturmsoldaten rufen, sehr gut. Naja, ich bin gespannt, wie das wird. So langsam werden wir das hier so mal ein bisschen auseinanderziehen, dass wir hier so ein bisschen mehr Platz dafür nutzen. Ja, ich bin guter Dinge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ihr Lieben, passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, euer Fadi.